Mein Name ist Erhard Mott, ich bin Geschäftsführer meiner GmbH, MVB GmbH in Lauda. Mein Geschäft nennt sich E-Bike Erlebniswelt. Ob Sie was bei mir erleben können? Naja, dann bilden Sie sich jetzt mal dann die Meinung im Laufe des Vortrags. Ich bin seit 2004 bin ich schon unterwegs mit E-Bikes, habe dort zu dieser Zeit meine Firma umgestellt. Alle haben mich damals als verrückt erklärt, aber ich habe diese Vision gehabt, das ist genau das, was die Menschheit braucht. So ist es auch mittlerweile geworden und offensichtlich gibt es immer noch Leute, die an einem neuen E-Bike Interesse haben, sonst wäre sie wohl nicht hier. Gehe ich jetzt mal einfach davon aus dem Grund, ich bin da, weil ich viele Antworten habe. Aber, ja, viele Antworten habe ich, aber nur dann, wenn mir auch Fragen gestellt werden. Also ich hole mir jetzt mal am Anfang so diese Fragen raus aus dem Publikum, gucke, ob ich die dann bündeln kann, zusammenfassen kann und dann gucken wir mal, was wir heute oder Sie vielleicht an Neuem erfahren, was Sie daraus machen können dann. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß die nächste Dreiviertelstunde und Sie dürfen losschießen. Also wie lange hält so ein Akku? Man will Kilometer kann ich mitfahren. So, also Sie meinen es von der Entfernung her, ne? Ja. Okay, gut. Ich sammle jetzt auch schon mal. Ist noch? Ich suche ein leichtes E-Bike. So leicht wie möglich? Ja. Okay, gut. Haben wir noch irgendeine Frage, die brennt? Ja, wie wird sich das Gewicht in den nächsten Jahren entwickeln? Ja, okay. Kann ich Ihnen was dann dazu sagen? Aha. Die Schaltungen. Bitte? Die Schaltungen, wie weit es inzwischen geht. Die Schaltungen? Ja, so 5-Gang, 10-Gang, 20-Gang. Das ist eine interessante Frage, weil die meisten fragen mich eher nach Elektroantrieben oder so, gell? Jetzt kommen Sie da mit der Schaltung daher. Das finde ich gut, weil das ist ein zentrales Thema beim E-Bike. Von der meisten nicht erkannt irgendwie. Dann vielleicht tun Sie ein bisschen erörtern, die Kettenschaltung und Abendschaltung, was das Bessere vielleicht ist oder Vor- und Nachteile. Okay, gut, mache ich jetzt gleich. Kann ich mein Fahrrad auf E-Bike umbauen? Das mache ich jetzt gleich von vornherein. Damit habe ich angefangen. Das war so die erste Tätigkeit, die ich dann gemacht habe. Mittlerweile hat der Gesetzgeber so viele Vorschriften präsentiert, dass jeder, der ein E-Bike umbaut, sich zum Hersteller macht. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwann einmal irgendwie einen Unfall hätten und Sie würden irgendwo auffahren und die Bremse hätte womöglich nicht richtig ausgereicht, ne, von der Bremswirkung, dann könnte sie eventuell das Problem kriegen, dass die Versicherung das nicht übernimmt. Als Händler ist es noch schlimmer, weil dann muss ich mit meiner Firma damit gerade stehen. Also das heißt, seit einigen Jahren wird da keine Umbauten mehr gemacht. Also in seriöse Betriebe zumindest. Und wenn Antriebe angeboten werden in dieser Art, ist es eher zweifelhaft. Die sollen lieber E-Bikes verkaufen als Antriebe. So. Dann die unterschiedliche Bremssachen. Okay, gut, also so viel kann man nicht merken. Ich fange dann jetzt einfach einmal an. Die Frage hier ist es am einfachsten mal von Ihnen zu beantworten. Wie weit reicht es mit so einem Akku? Angefangen habe ich, das waren 25 Kilometer und die Leute haben sich richtig gefreut. Ne? Mittlerweile ist es so, durch mehr Kapazität in den Akkus, das ist das eine. Und dann zum anderen auch durch ganz neue Lösungen, dass man einfach zwei Akkus an der Fahrrad dranbringt. Hat man mit einem Akku eine Reichweite heute, die ist um die zwischen 90 und 100 Kilometer. Realistische Reichweite. Was in den Prospektor oder in Werbungen gesagt wird, bis 180 Kilometer, das sind theoretische Werte, Laborwerte, damit kommen Sie keine 180 Kilometer weit. Das wäre Unsinn. Also ich sehe Sie jetzt zum Beispiel mit dem Gewicht, ich sage Ihnen jetzt, Sie haben 100 Kilo. Ja, fast. Gut. Ja, okay. Also, dann ist es so, wie fährt man, bringt man selber viel Energie mit ein oder braucht man mehr Motorunterstützung? Wie ist das Terrain und so? Also ich habe jetzt 95 Kilo und wenn ich eine Tour mache mit so einem E-Bike und dann komme ich, man fährt ja auch sparsam, man fährt ja nicht immer volle Pulle, sondern Piano, dann komme ich auf ca. 90 bis 100 Kilometer. Mit dem besten Akku von Bosch zum Beispiel. 500 Wattstunden hat er. 500 Wattstunden. Und das Ding hat zweimal 500 Wattstunden. Wer braucht denn sowas? Das ist jetzt von der Firma Ries und Müller ein neues Modell und zwar für Schwergewichte. Nee, das sind wir noch nicht. Also, wenn man zum Beispiel 120 Kilo hätte, ne? Oder 130. Das sind ja auch Leute, die meistens dann irgendwie Knie- und Hüftprobleme haben.
Und wenn die dann diese Masse in Bewegung setzen, dann braucht man Strom. Aus dem Grund zwei Akkus. Dann können die auch ihre Tagestouren machen. Sind noch im Moment fast Spezialfahrräder. Ich verkaufe viel von denen. Das ist eine Marktnische, weil bisher wurde die schwere Leute, diese XXL-Typen, die wurde ja eigentlich gar nicht von der Werbung angesprochen groß. Also interessante Entwicklung. Aber für Sie gilt es mal 80, 90 Kilometer, 100 Kilometer. Und noch ganz... Man kann 200 Kilometer mit bitte? Man kann jetzt 200 Kilometer. Mit dem schon. Zwei Akkus. Ja, also hat nicht mit Körpergewicht, sondern man kann auch weiter. Wenn man leichter ist, kann man weiter fahren auch. Ja, aber rechnen Sie nicht mit so viel. Also erstmal nach 200 Kilometer fallen Sie um, da schlafen Sie ein. Das ist ja zu viel für einen Mensch, 200 Kilometer. Ja, das heißt ja, wenn man es nicht vorher aufladen kann. Weiß ich nicht. Ja, also wenn man voll aufgeladen ist und dann fährt man 80, 90 Kilometer, vielleicht 100, dann ist der Akku leer. Aber die gute Nachricht ist, man kann auch zwischenladen. Gell? Es gibt ja Ladegeräte. Und da lädt man nach und in einer Stunde haben Sie bei einem Bosch-Ladegerät etwa 30 Kilometer Reichweite mehr. Also es lohnt sich mittags irgendwo einen Biergarten zu besuchen, gell, ein Wirt. Vermeiden Sie die Ladestationen. Also ich habe jetzt Informationen von Bosch gekriegt, dass diese Ladestationen, wenn das dort mit einem Kabel aufgeladen wird, dass das die Akkus zerstören kann von Bosch. Also gehen Sie lieber in die Wirtschaft, nehmen eine Steckdose, fragen den Wirt, ob Sie laden dürfen, solange Sie essen und trinken. Dann sagt er, essen Sie so viel wie möglich, bleiben Sie lang sitzen, dann ist der Akku voll wieder. Der Bauch auch. So, also zu Schaltungen. Das wäre vielleicht das Thema. Die Schaltungen, das ist klar. Ein Auto hat ja auch eine Schaltung, gell? Ein Getriebe. Nicht nur ein Motor, sondern auch ein Getriebe. Und Autos gibt es mit Automatik, mit Handschaltung. Sechs Gänge hat man heute meistens, sieben Gang oder so. Motorräder sind jetzt eher vielleicht mal in den Vergleich zu bringen. Ich zeige es nochmal an dem Rad, das passt genau ideal dazu. Hier haben wir einen Motor, da vorne drin sitze. Ähnlich wie an einem Motorrad, gell? Also Mittelmotor hat den Vorteil, Schwerpunkt ist in der Mitte und ganz unten. Und er hat noch einen großen Vorteil, von dem meistens keiner spricht. Der Motor sitzt vor dem Getriebe, also sprich vor der Schaltung. Das heißt, die Kraft des Motors wird ja noch einmal verstärkt. Ein Getriebe ist ein Drehmomentwandler. Also das heißt, das Drehmoment des Motors wird gewandelt durch die Schaltung und wird verstärkt und kommt dann dahin und da am Reifen dann mit entsprechender Kraft raus. So weit, so gut. An einem Motorrad siehst du das Getriebe nicht. Das ist ein Motorblock. Das ist mit eingebaut. An einem Fahrrad sitzt das außen. Und wir kennen das ja noch aus der Geschichte, wir alle sind groß geworden mit der Dreigangschaltung von Fichtel und Sachs, mit Rücktrittbremse wahrscheinlich, dann gab es Ketteschaltungen. Irgendwann gab es eine 5-Gang, 7-Gang, 8-Gang, dann kam Shimano neu auf den Markt, hallo. Und dann kamen die Elektrofahrräder und dann kamen die Mittelmotoren. Und am Anfang waren die Mittelmotoren relativ schwach, die hatte damals 26 Volt. Das heißt, die Kraft, die jetzt daneben über die Kette nach hinten geleitet worden ist, sie war relativ bescheiden gewesen und alles hat noch funktioniert. Bis zu der Zeit, als Bosch in den Markt eingetreten ist und die haben die ersten Motoren mit 36 Volt gebracht. Und diese Volt, 36 Volt bringen deutlich mehr Kraft. Also das ist ja Volt mal Ampere, gibt dann die Leistung. Also kurzum, die Getriebe sind kaputt gegangen, weil die niemals konstruiert waren, für die Kraft, die jetzt eingeleitet worden ist. Vom Fahrer plus Motor. Und jetzt musste die Motorenhersteller ganz schnell handeln, nämlich sie haben als erstes die Motoren gedrosselt. Das war der erste Schritt. Also die Dinger können ja unheimlich Kraft. Ne? Aber wenn das Getriebe zu schwach ausgelegt ist, dann nutzt das alles nichts. Also muss ich das dann von der Leistung reduzieren, den Motor. Ja, und dann hat man experimentiert. Es kam dann ein neuer Hersteller auf den Markt, das ist die Firma Nuvinci. Das ist ein stufenloses Planetengetriebe. Eigentlich in der Industrie schon lange im Einsatz. Und dieses Getriebe kann nun ganz viel Kraft aufnehmen von dem Motor. Da könnte man also bestimmte 5 PS Motoren vorne reinsetzen und das würde das immer noch aushalten. Und damit konnte man dann wieder den Motoren mehr Kraft zugeben.
Die Dinger sind dann richtig losgegangen. Parallel dazu wurde auch Kettenschaltungen verbessert. Die ersten Kettenschaltungen, die dann mit Mittelmotor kombiniert wurden, da sind die Ketten dermaßen schnell verschlissen, weil es war ja Fahrradkette normale. Sie erinnern sich der, wo Mopedler gefahren ist. Manni, gell? Damals gab es die breite Mopedkette, die war dann damals verstärkt. Und die Fahrradkette war ja schmal, die Mopedkette war dann stärker. Und die Hersteller haben noch keine verstärkte Ketten gehabt. Also bis vor etwa 2 Jahren, dann hat die Firma KMC hat jetzt nun verstärkte Ketten entwickelt, die auch gehärtet sind und diese Zugkraft aushalten. Und somit kann man jetzt diesem Motorrad jetzt auch wieder mehr Kraft geben. Und wir haben hier jetzt einen Bosch Performance CX. CX steht für Cross, also für Mountainbike. Und der Deutsche liebt Leistung, das ist so. Gell? Also in Deutschland werden die größten und die stärksten Autos verkauft und so ist es auch mit der E-Bikes. Die Kraft von dem Motor, die wird in Newtonmeter ausgedrückt. Das heißt, dieser Motor hier bringt in der Spitze 75 Newtonmeter. Und das können jetzt die Novinci-Schaltung aufnehmen, diese Kraft, oder eine gute Kettenschaltung, 10-Gang, 11-Gang. Die können dort damit umgehen. Nabenschaltungen, üblicher Bauart, 7-Gang, 8-Gang. Es gibt noch eine Dual Drive überall, wo eine schwächere Nabenschaltung drin ist. Da sind diese Leistungen reduziert. Bei 55 Newtonmeter etwa. Die Pflege von Schaltungen, auch noch so ein Thema. Habe ich eine Kettenschaltung? Kettenschaltungen muss man ja schmieren. Ne? Es gibt gute Schmierstoffe. Teflonfett wäre das Ideale, so ein Spray. Natürlich auch sauber halten muss man sie. Wenn Sand reinkommt, dann wirkt es als Art Schmirgel. Also die Kettenpolsen, die schlauchen dann relativ schnell aus. Und man kann sagen, eine gute Kette heute an einem E-Bike hält etwa, eine gute Kette, wenn auch ein bisschen schonend gefahren wird, 7.000, 8.000 Kilometer. Im Mountainbike-Einsatz 3.000, 4.000 Kilometer. Man kann sogar jetzt eine neue Technik verwenden, das ist ein Zahnriemen. Der ist Kevlar verstärkt. Also ein Mordsding, diese Technik, die kommt auch wieder irgendwo aus der Industrie. Und so ein Zahnriemen in Verbindung mit einer Novinci-Schaltung, das ist jetzt ein praktisch wartungsfreies, nahezu verschleißfreies System. Man geht heute von 20.000 bis 25.000 Kilometer aus, wo so eine Novinci-Schaltung hält. Mit Zahnriemen. Also die Schaltung hält noch länger, aber der Zahnriemen sollte vielleicht nach 25.000 Kilometer ausgetauscht werden. Aber das sind dann schon auch Mordsentfernungen, gell? 25.000 ist viel. Und der Motor hält das auch? Also wir haben jetzt die Erfahrungen gemacht der alten Bosch-Generation, also das waren die ersten. Und die Meldungen, die ich so kriege, auch von Kollegen und so, die haben wir mit unserer Kunde, die fahren sehr viel, da haben die Motoren etwa so 40.000, 45.000 Kilometer gehalten. Mittlerweile sind die verbessert worden. Dieser CX-Motor hat zum Beispiel auch Metallgetriebe innen drin gekriegt. Also wir rechnen da damit, dass die Motoren wohl 40.000, 50.000 halten werden. Rechnen wir damit. Wir können es noch nicht so genau sagen. Jo. Das ist mit einer Schaltung ist das soweit? Möchtest du da vielleicht was von der Bedienung von der Schaltung haben? Oder es gibt Schaltungen noch mit Rücktrittbremse, ob das für jemand relevant ist? Ist ja wahrscheinlich alles über mit dem Dörfern. Ja, es gibt diese Nu-Vinci-Schaltung. Übrigens der Name Nu-Vinci kommt natürlich vom Da Vinci. Der Da Vinci hat im 15. Jahrhundert, der war ja gescheit, gell? Der war ja richtig gescheit. Der hat im 15. Jahrhundert sich abends mal hingesetzt und hat eine Skizze gemacht von einem stufenlosen Planetengetriebe. Es konnte halt damals keiner nachbauen. Seine Idee. Und das wurde dann wieder neu erfunden irgendwann im Laufe des 20. Jahrhunderts, wird seitdem eingesetzt im Maschinenbau und so. Und ja, und zu Ehren von diesem Herrn Ingenieur und Künstler und so weiter heißt diese Nu Vinci, also der neue da, Nu Vinci. Vielleicht noch zur Ergänzung auch interessant, die Übersetzungsverhältnisse bzw. die Entfaltungen einer Schaltung. Ist ja auch wichtig, gell? Die Entfaltung. Also bei einer Dreigangschaltung, wenn sie jetzt fahren würde, könnte man so eine leichte Steichung hoch und man könnte auch vielleicht eine leichte
eine Abfahrt machen und könnt mitreden, aber so richtig zum Fluss kommen sie nicht, beim Fahren. Eine Dreigangschaltung ist zu wenig. Eine Siebengangschaltung ist so lala. Also ich sage Ihnen mal, eine Siebengangschaltung hat eine Entfaltung von 270% etwa. Was heißt das, Entfaltung? Die Entfaltung ist der Unterschied zwischen dem leichtesten Gang und dem schwersten Gang. Und zwar gemessen, Sie machen eine Pedalumdrehung und wie weit Sie dann welche Strecke zurücklegen. Beispiel, leichtester Gang, 2,20 Meter vielleicht und im schwerste Stellung 8,50 Meter irgendwie. Und diese Differenz, das sind dann diese Prozent, die da dabei rauskommen. Mit einer Siebengangschaltung, das sind Fahrräder, wo auch der Motor gedrosselt ist. Klar, weil diese Siebengang-Fahrradgetriebe, aber die können nicht viel Kraft aufnehmen. Ist vielleicht schön, Würzburg ein bisschen hin und her fahren. Man kann kleine Türle machen, also eher unspektakulär. Also man hat halt ein E-Bike, es war günstig. Bei einer Achtgangschaltung ist es nicht viel anders. Da hat man halt einen Gang mehr, aber der Motor hat immer noch nicht mehr Kraft, weil wieder noch Fahrradschaltung. Interessant wird es dann mit der Novinci. Die Novinci-Schaltung hat 380% Entfaltung. Ein Achtgang 310, 315, ein Siebengang 270. Und dann gibt es noch 10- oder 11-Gang-Kette-Schaltungen, die liegen auch mittlerweile bei 330-340%. Also die Novinci ist richtig gut, was die Entfaltung anbelangt. Und jede Münze hat zwei Seiten, gell? Es gibt immer Vor- und Nachteile. Die Vorteile von der Novinci ist wartungsfrei, verschleißfrei, kann man sagen. Große Übersetzung, einfach von der Bedienung, Stufe los, man schaltet da so hin, wo man sich wohlfühlt und dann ist gut. Der Nachteil ist ein bisschen der, das Getriebe nimmt etwas Kraft auf. Also das schluckt Energie. Und wenn einer sportlich unterwegs sein möchte, ist die Novinci-Schaltung zu träge. Also wenn der einen Berg hochfährt, in der gleichen Unterstützungsstufe wie einer mit Raketenschaltung, fährt der Kettenschaltung dem immer davon. Also wenn ich mit der Novinci-Schaltung unterwegs bin, ich will nicht schneller fahren. Macht mir gar nichts aus. Es sind vielleicht zwei, drei irgendwie, die sich da aneinander anstacheln. Da wird der Novinci-Fahrer irgendwann sagen, ich habe das falsche Rad gekauft. Könnte sein. Also ist was dann für, das merken dann so die Sporttypen, denen es noch ein bisschen vielleicht noch um das Gefühl der Beschleunigung geht. Jetzt habe ich schon ziemlich viel beantwortet, was Schaltungen anbelangt. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Sollen wir zu der Schaltung, wenn ich nochmal frage? Oh, Moment. Ja, dann machen wir gerade die Schaltung fertig und dann komme ich zu Ihnen. Die Rohloff-Schaltung. Ja, die Rohloff habe ich nicht erwähnt. Die Rohloff-Schaltung ist, wie man schon hört, eine deutsche Entwicklung. Aus Fulda oben, Kassel oben, das ist der in Kassel oben, der Herr Rohloff. Und dieses Getriebe, das ist etwas ganz Besonderes. Es hat 14 Gänge, eine Entfaltung von 570% oder sowas. Auch im Ölbad läuft das Ganze ähnlich wie die Novinci. Sie kostet viel Geld. Also im Verhältnis zu so einer anderen Schaltung, die es da so gibt, kostet die mindestens 1000 Euro mehr oder so. Der Vorteil von einer Rohloff-Schaltung sind mehrere jetzt im E-Bike. Also ich habe große Entfaltung, wenn ich zum Beispiel mit Gepäck fahren würde, über Berg und Tal, hat man sehr leichte Gänge, man hat aber auch schwere Gänge, wo man dann runter noch mitreden kann. Die Rohloff-Schaltung, die kann jede Kraft im Moment aufnehmen, was die Elektromotoren erzeugen. Also die muss nicht gedrosselt werden. Du macht es also Sinn, eventuell sogar? Ja. Also abhaben wird sie nicht, sagen wir mal. Noch nicht. Man muss jetzt, sie ist nicht ganz so komfortabel vom Schalten. Du musst ein bisschen aufhören mit dem Drehen und dann schaltest du. Ein sportlicher Fahrer mit Raketenschaltung, dem ist das zu träge, der will und dann schaltet er. Ein Rohloff-Fahrer sind Tourenfahrer. Die sind in ihrem Tritt, höre kurz auf mit dem Drehen, schalte und dann geht es weiter. Das akzeptiert ein Tourenfahrer. Ich würde mal so sagen, die Rohloff-Schaltung sehe ich in einem E-Bike, das für größere Strecken eingesetzt wird. Im Alltag vielleicht, ich fahre selber eins und ich habe, ich glaube, 7000 Kilometer auf meinem Fahrrad, da war noch nie was dran irgendwie. Und die ist extrem robust, diese Schaltung.
Wenn man bereit ist, so viel Geld auszugeben, dann hat man ein Fahrrad fürs Leben praktisch. Ne? Die Rolf kriegt eine Karte. Ich habe eine Rolf-Schaltung, also ein normales Fahrrad. Ja. Das war mal kaputt, dann schicke ich es ein, der macht das kostenlos. Ach je. Das ist kein Pfennig. Das Einzige, was er Wert drauf legt, dass man den Öldeckel wegnimmt. So. Da muss man nachweisen. Und sonst, ich glaube, wenn der das 10 Jahre alt ist, der würde wieder ein neues Ding schicken oder halt General überholen. Also ist eine, wollen wir sagen, ein Hightech-Produkt aus Deutschland und Fahrradliebhaber oder E-Bike-Liebhaber, so ein Fahrrad mit einer Rollerschale ist schon was Schönes, was Besonderes. So ein Rad kostet unter 5.000 Euro. Ich sag's nur mal so. So, jetzt zu Ihnen. Wie schnell sind denn die weiter? Es gibt ja verschiedene Abstufungen. Die Schnelligkeit von den E-Bikes. Es gibt dann noch, nächste Folgerung ist ja dann die... Ja, diese Speed-Pedelecs nennen die sich. Die gehen bis 45 km/h. Sind Kleinkrafträder, Mopedle. Also das waren die, wo wir früher mit dem Kennzeichen, mit dem kleinen Kennzeichen gefahren sind. Ne? Kreidler. Also der Manni, das ist mein Jugendfreund. Ne? Und wir sind zusammen in die Schule gegangen und sind in einer Bank, also jahrelang. Und wir sind aber große Touren auch mit unseren Mopedle gemacht. Wir waren sogar in Südfrankreich. 1976, glaube ich, war das. Und damals sind diese Mopedle, also die sind damals so 40, glaube ich, ne? Das war damals die Höchstgeschwindigkeit. Und das macht heute auch ein E-Bike. Sagen wir mal so, die Geschwindigkeit zu fahren mit dem Elektrorad ist nämlich ganz so schön, finde ich, irgendwie. Da musst du dich auch anstrengen, gell? Also der Motor regelt dann ab, so irgendwo so ab Ende 30, weil der immens viel Strom verbraucht bei der Geschwindigkeit. Man glaubt es nicht, was Geschwindigkeit an Energie verbraucht. Das merkst du im Auto nicht, gell? Aber auf so einem E-Bike, da siehst du, wie der Strom rausgezogen wird. Und das ist also, aus dem Grund regelt die irgendwo dann auch bei 40 km/h ab. Interessant wird es jetzt zum Beispiel, wenn man so zwei Akkus verwendet an so einem Schnellrad. Also ich verkaufe sowas auch von Riese und Müller. Da gibt es nicht wenige Kunden. Und das ist dann schon so was Besonderes. Also sagen wir mal so, ich habe viele, die teilen mir dann ihre Erfahrung mit. Sie fahren täglich zur Arbeit, vielleicht 15, 20, 25 Kilometer, möchte das mit dem Fahrrad machen. Oder mit dem E-Bike. Aber wenn du so weit zuvor hast, musst du auch vorwärts kommen. Ansonsten ist das ein Wunschdenken und dann nach 3-4 Mal ist das Wetter auf einmal zu schlecht und dann lässt es sein. Es muss was gehen. Ne? Wenn man dann so 40 Minuten unterwegs ist und so, und dann kommt man einmal ans Ziel. Also das heißt, das Tempo, du musst auch gefühlt schnell sein, wollen wir mal so sagen. Und die fahren dann so im Schnitt, da kannst du dann gucken, 35 km/h schnell, Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist so da, wo man sich einpendelt. Und wenn man sich für sowas interessiert, dann muss auch das Fahrwerk entsprechend konstruiert sein. Also man begibt sich mit dem schnellen E-Bike in Dimensionen rein, die zu vergleichen sind, wie mit einem Flugzeugbau. Ne? Irgendwann gab es Propellermaschinen, das war der Anfang. Und als zum ersten Mal die Schallmauer durchbrochen worden ist, musste man dann andere Flügelstellungen machen, sonst wäre die Flügel abgefallen, sage ich jetzt einmal. Ähnlich ist es mit solchen Rädern. Die müssen gebaut sein als Motorrädle. Das heißt, von der Lenkgeometrie, von allem, vom Rahmenbau, man sieht dann so ein Fahrrad, der motzige Schwinge dahinter drin. Solche Räder kann man dann mit 45 km/h sicher und gut betreiben. Und es gibt auch andere Konstruktionen. Man erfüllt da vielleicht gewisse Bremswerte oder so, aber sie sind dann so, die sind bei der Geschwindigkeit dann kaum noch zu beherrschen. Da wird der Rahmen dann ein bisschen flatterig und instabil. Also da muss man schon auf einiges achten. Meines Erachtens die besten schnellen E-Bikes macht Riese und Müller. Also wir sind da so ein Erlebnisstore von denen. Das heißt, ich habe jedes Rad irgendwie als Testrad auch bei mir in der Firma. Und da muss man das mal ausprobieren. Ja, aber werden die nicht versicherungspflichtig dann? Ja, freilich. Da ist Schildless, Moped, Schildless, Alter. Gilt dann immer ein Jahr und kostet so 60, 70 Euro rum. Ab wann gilt es? Mit wie viel km/h-Überschreitung? Ab 25, 35? Oder was ist das jetzt? Weißt du, wann es Schildless-pflichtig ist? Ja, das ist dann so, wenn das jetzt in die Kategorie S-Pedelec gehört. Und die dürfen alle 45 km/h fahren. Und das ist dann diese Kategorie, da braucht man dann ein Schildle. Und alle anderen E-Bikes oder Elektroräder oder Pedelecs, also der Gesetzgeber sagt ja auch Pedelec, Pedal Electric Cycle.
Die sind bis 25 Kilometer zugelassen und da braucht man nichts. Also kein Führerschein, keine Versicherung, gar nichts. Darf jeder fahren, auch die Kinder noch. wenn zu mir Kunde kommen ins Geschäft, ne? Und dann passiert am Anfang das, die fragen mich irgendetwas, ich beantworte dann eins oder zwei Fragen, aber dann drehe ich immer den Spieß um. Dann sage ich immer, was wollen Sie denn eigentlich mit dem E-Bike machen? Weil ich oftmals merke, die Fragen, die jetzt da mit sich mitrauchen, die haben sie irgendwie mal aufgeschnappt, aber meine Kompetenz ist eigentlich die, aus den Informationen, die mir der Kunde oder die Kundin gibt, dort dann einen gedanklichen Fahrrad zu stricken, wo ich sage, gucken Sie sich das einmal an. Also Ihnen zum Beispiel geht es noch ums Gewicht. Ne? Da gehe ich jetzt nochmal gerade drauf ein, aber überlegen Sie sich einmal, was Sie mit Ihrem E-Bike machen wollten, wenn Sie eins hätten. Gell? Und ich sage Ihnen dann, was ich Ihnen vorschlagen würde. Also, so leicht wie möglich. Warum ist es Ihnen wichtig? Weil man muss das ja auch mal anheben, irgendwo transportieren, Zug rein, Treppe runter und das muss einer allein bewältigen können. Frau Weber, sollte es nicht so schwer sein. Also prinzipiell ist es so, wir haben uns bei E-Bikes irgendwo in ein Gewicht eingependelt, zwischen 23 und 27 Kilo, dort rum wiege die. Wenn ich die jetzt anheben möchte, dann nimmt man natürlich den Akku raus. Der Akku, wenn man mal sagt, hat das rund die 3 Kilo irgendwo. Die meisten Leute packen das dann. Also wenn es dann ein leichtes Modell war, haben wir um die 20 Kilo rum und da kann man die schon einmal hochheben irgendwie. Ne? Oder man greift sie, also wenn ich jetzt in Würzburg, nach Würzburg fahre und fahre zurück nach Lauda mit dem Züchler, ne, das mache ich ja öfters. Genau. Dann langst du da neben rein und trägst dann die Treppe hoch. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, wenn man an der Bahn oder wie in der Rampe hat, dann haben die Fahrräder auch eine Schiebehilfe. Auch um das zu erleichtern. Gell. Nur bei Menschen, die wirklich Rückenprobleme haben, also da gibt es Leute, denen fährt es dann in der Rücke und dann die sagen mir auch, ich darf nur 15 Kilo heben oder so. Und dann würde ich dann einfach nach dem Gewicht, den ich irgendwie jetzt mal ein Fahrrad zeige, was vielleicht gar nicht so praktikabel wäre, aber halt super leicht. Bei Ihnen, ich würd noch ein bisschen mehr Dinge, wie Sie wollen. Ob Sie Touren machen und... Ja, ich habe so eine Tour von Tauber nach Würzburg und vielleicht zurück. Ja gut, es geht im Moment noch nicht, aber... Warum? Weil noch keine Sommerzeit ist? Ach so. Das ist halt ein Berg im Tal, aber ja, so soll es halt auch ausgestattet sein für dich. Das sollte es sein. Also Sie nehmen auf alle Fälle... Ja, Sie nehmen auf alle Fälle mal ein E-Bike mit Kettenschaltung. Weil die Nuvinci-Schaltung, die wiegt ein bisschen mehr. Und ich habe meine Ries- und Müller-Fahrräder, die ich habe. Die sind ähnlich dieser Bauart, aber natürlich dann ohne zwei Akkus und so. Die haben so um die 23 Kilo rum. Also die sind schon leicht. Die sind wirklich leicht. Und wenn Sie solche schöne Touren machen, möchte ich das mal mit sowas probieren. Und nochmal ein Kilo oder zwei rauszukitzeln, Sie hätten dann zu viele Nachteile. Man nimmt heute auch, wissen Sie, so eine Rahmenkonstruktion daneben, ne, die ist halt ein bisschen vom Material her aufwendiger gemacht. Da musst du ein bisschen mehr Aluminium ran tun, dass das Ding stabil ist. Wenn man jetzt in den Leichtbau geht, es gibt jetzt die erste Carbon-Entwicklung. Das ist schon erstmal wahnsinnig teuer. Das ist. Und zum anderen, das fängt dann auch irgendwann einmal an, verbindet sich diese Leichtbaudinger. Also es gibt da so 10 Faktoren, auf die man zu achten hat. Ne? Eines davon ist das Gewicht und da gibt es noch viele andere. Ja, ne? Ja. Bremseschaltung, Sitzposition, Komfort, Fahreigenschaften. Größe vom Rad, was nimmt man da 28? Ja, die scheinen mir jetzt groß zu sein, so 1,70 Meter oder so. Sicht, habe ich gesehen, obwohl sie sitzen. Also, das ist dann so die Kategorie 8 oder 29 Zoll. Hängt ein bisschen von der Reifenbreite ab. Darum heißt das eine 29 Zoll. Und dann entsprechende Rahmenhöhe dann, gell? Also, sie
Die meisten Hersteller bieten 3-4 Rahmenhöhe auch unterschiedliche, sodass man dann diejenige Person, das ist wie wieder ein paar Schuhe, ne? Ja, eine große und kleine Füße, aber es gibt ein Modell und so ist es danach mit den Fahrrädern. Ja, da muss ich gucken, aha, gibt es das in deiner Rahmenhöhe und so weiter und dann kriegt man das. Gibt es da auch ein Modell, wo das jetzt alles zutrifft, wo man dann direkt so ein Modell kaufen kann von, weiß ich jetzt, Tauberrad oder was da so steht, oder muss man es wirklich zusammenstellen dann? Freilich gibt es das, das ist ganz einfach. Mhm. Es ist nur so, meine Spezialität ist, mit Herstellern zu arbeiten. Wo ich jetzt zum Beispiel, sie kommen zu mir und sagen, sie suchen ein leichtes Rad und sie wollen Touren machen und die sind ausbaufähig. Ich merke schon, sie sind, haben das schon mal gemacht irgendwie und möchte das vielleicht noch in Zukunft und vielleicht sogar noch mehr. Dann sage ich ihnen, sie brauchen von vornherein ein gutes Rad, wo stabil ist, auch mit Gepäck. Sie kommen auch auf den Geschmack und machen Mehrtagestouren womöglich. Und dann sage ich, ach gut, es sind 2-3 Modelle, die jetzt in Frage kommen und da werden sie sich wohl drauf fühlen. So. Und dann würde ich von dem Hersteller dieses Modell mit Kettenschaltung in der Farbe, die sie dann dort bevorzuge aus der Auswahl, in der richtigen Rahmenhöhe, würde ich dann bestellen. Dauert 4 Wochen, vielleicht 5. Und dann kommt genau das Rad für sie. Also es ist nicht so, dass ich hergehe und sage, wir müssen noch das Tretlager raussuchen und dies und das. Nein, nein, also so tief gehen wir nicht ins Detail. Aber dann Anpassung an die Sitzposition, dann wird es wieder spannend. Ne? Mit dem Sattel geht's los. Sie kriegt dann ihr Gesäß vermessen. Ja. Es tut nicht weh. Nur am Anfang ein bisschen. Ja, auch sie werden da auf ein Nagelbrett gesetzt, also das ist schon so. Aber wenn der erste Schmerz und Schreck überwunden ist und dann können sie auch schon wieder runter, dann ist der Abdruck da und dann vermessen wir das Ganze und dann sagen wir, aha, sie brauchen die Sattelbreite oder jene. Und dann sehe ich auch, oder wir, das, ja, ich habe ja auch ein Team von Leuten, und dann sehen wir, wie sie dann auf dem Rad sitzen, zu weit nach vorne, zu weit nach hinten. Das sehen wir an der Silhouette, wenn sie an uns vorbeifahren. Also das Auge ist da sehr erfahren von uns und dann können wir sagen, so. Man lässt dann wieder den Lenker oder man baut vielleicht was anderes hin. Der Vorbau kann man verändern, nach vorne, nach hinten. Das sind so die Feinheiten, aber die sind entscheidend. Der Feinschliff dann. Hat noch jemand eine Frage? Dieser Sattel, mit dem Sattel zum Beispiel hier, kann man da 800 Kilometer fahren? Das weiß ich nicht. Also, sagen wir mal so, wissen Sie, warum der Sattel dort drauf ist? Und zwar, das ist ein Riese und Müller Scharger GH, Modell GH. Das H steht für Heavy, für schwer. Und das ist für 160 Kilo Zuladung konstruiert. Da sind dann Lenkervorbaute und so, sind dann super stabil. Das ist ganz, ganz tolle Technik. Und dieser Sattel da, auf der hat eine Zuladungsmöglichkeit von 135 Kilo Ewe. Ob der jetzt bequem ist, ist eine zweite Frage. Aber ne, zumindest serienmäßig ist das Rad ausgerüstet für Personen bis 130 Kilo. Ob der dann gut sitzt, das ist ein anderes Thema. Wir arbeiten sehr viel zusammen mit der Firma Esculap. Das ist ein deutscher Hersteller, der nach anatomischen Gesichtspunkten mal irgendwann einen Sattel entwickelt hat und da ganz eifrig ist. Und die sind eigentlich diejenigen, wo sie nahezu beschwerdefrei fahren. Also das sind die besten Sattel. Seit Jahren fahre ich sowas. Hört jemand Sitzprobleme von Ihnen? Sitzprobleme beim Fahrrad fahren? Ja, doch, ich habe da. Können Sie mal Ihre Probleme näher uns schildern? Was tut denn Ihnen da weh? Ja. Da kann ich dann, wenn ich da absteige, kann ich kaum noch laufen. Also, aber es dauert nur 1-2 Minuten. Ne? Sind Sie Gesäßknochen? Ja. Okay. Es gibt noch andere Probleme, von denen man nicht ganz so gern redet. Bei Männern zum Beispiel, wenn die Harnröhre abgedrückt wird und beim Wasserlassen kommt nichts. Das Schlimmste für einen Mann sind Taubheitsgefühle. Die haben dann immer Angst, sie verlieren ihre Männlichkeit. Habe ich mal einen Kunde gehabt. Der hat mir das erzählt, er hat wochenlang dieses Taubheitsgefühl gehabt nach einer mehrtägigen Radtour. Das Problem war, das habe ich dann mit ihm zusammen erörtert, gell? Das wusste bis dahin dann auch nicht, an was es eigentlich lag. Er war nämlich ein großer Freund von Ledersättel, weil die drücken sich dann daneben ein. Aber der Ledersattel wird ja gespannt. Der wird gespannt. Und da sitzt man dann im Schritt genau auf diesem gespannten Rücken drauf. Und das ist so hart und das drückt genau in den Schritt rein.
und hat dann das bewirkt, dass dann irgendwelche Nerven dann da abgedrückt waren. Er hat Glück gehabt, der Arzt hat ihm gesagt, du hast Glück gehabt, ne? Jetzt nach Wochen, es tut sich wieder was, prima, hätte auch anders sein können. Also, dann gab es mal eine ganze Zeit lang Gel-Sättel. Meine Güte. Da wurde dann ganz tolle Designs gemacht. Man konnte reingucken dann zum Teil mit Löchern und konnte sich dann das Gel angucken, wie es da drin aussieht. Das Gel hat einen ganz großen Nachteil und vielleicht so ein bisschen Gelsattel. Ich weiß es nicht. Nee, ich habe keinen. Ich habe so einen extra orthopädischen angeblich. Das sitzt mir auf der Knochen. Also ist es ein Esculap? Haben Sie schon mal das? Das sieht aus. Das sieht also eher aus wie der hier. Okay, also ich kann Ihnen nur sagen, also ich habe die beste Erfahrung mit Esculap-Sättel. Vielleicht haben Sie so ein Pseudo-Dings da irgendwie. Und bei den Gel-Sättel ist es so, das Gel wird warm beim Fahren. Da sitzt er ja drauf und wenn das warm wird, dann wird es weich. Und dann drückst du auch mal durch. Auch daneben ist viel zu wenig Widerstand. Ne? An dem Fahrrad, an dem Sattel ist wahrscheinlich irgendwie dieses Gestell gut und stabil. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn da einer mit 130 Kilo drauf sitzt, hat er drückt das Ding gerade nur noch bis auf das Ding da, auf das Brettle da unten. Also, Sitzbeschwerde. Ich würde Ihnen dann beraten, entsprechend sagen, nimm doch noch einen anderen Sattel. Aber die Gelsättel, also die sind nur deswegen, wenn sie dann weich werden, oder? Weil ich bin immer ganz bequem. Wissen Sie, es kann ja auch sein, dass er Ihnen passt. Ich will es ja nicht ausschließen. Vielleicht sind Sie ja besonders leidensfähig und merken es gar nicht, dass es weh tut. Nein, das nicht. Aha. Der hat es halt, wenn ich drauf bin. Der ist eben unbequem. Und wenn ja. Ich dann Geld oben drauf mache, dann ist es. Ich sage Ihnen was. Ein Sattelkauf ist oft Glückssache. Also ich bin jetzt 57 Jahre alt und ich habe im Leben, also den, wo ich im Moment drauf habe, der ist gut, ist ein Esculap-Sattel und ich habe vorher immer so nach 50, 60 Kilometer immer Beschwerde gehabt. Und ich habe viele Möglichkeiten, gell? Ich habe viele Sättel ausprobiert. Ich fahre natürlich auch mit Radhose. Ne? Also große Strecke macht man ja mit einer Einlage im Gesäß, damit das Ganze schon mal von vornherein gepolstert ist. Und warum noch? Warum sind Radhosen so mit Einsatz? Wegen der Wärme. Fast. Wegen der Feuchtigkeit. Sie schwitzen beim Fahren. Und wenn die Feuchtigkeit jetzt direkt, wenn man mal sagt, auf eine dünne Stoffhose käme und würde dann daneben auf dem Kunststoffseite, staut sich die Feuchtigkeit, plus Wärme dann natürlich, ne? Das ist klar. Und dann können Sie wund sich fahren. Aus dem Grund ist eine Radhose gut. Die ziehen Sie abends aus, merken, die ist feucht, am nächsten Tag geht es wieder. Brauchen Sie mich noch ein bisschen was? Wir haben noch 3 Minuten. Mir ist noch was ein. Ja. Die Motoren, ja. Und Getriebe jetzt, eine Winchi-Schaltung. Mhm. Okay. Aber von den Motoren selbst noch nicht, ne? Und sonst so am Rad, oder wenn es mit Kettenschaltung ist, muss man so eine Art Kundendienstleistung. Also es ist so. Inspektionen an E-Bikes. Also ich mache mein Leben lang mache ich nur Fahrräder, gell? Und dann die Entwicklung einfach mit Elektrofahrrädern. Ich kann Ihnen jetzt folgende Sache, der Standardding ist der, ein gutes Fahrrad, sagen wir mal irgendwo ab 2.500 Euro, rede ich jetzt von einer guten Qualität, bei 3.000 sind wir angekommen. Wenn Sie so viel ausgeben, haben Sie was Gescheites irgendwo. Zwischen 3.000 und 4.000, da spielt eigentlich die Musik, da sind unsere Kunden auch, die bei uns die Räder kaufen, die legen sich so eine Qualität zu. Wenn diese Fahrräder zu uns in die Werkstatt kommen, und dann gibt mir mein Meister immer Bescheid, du, da kommt wieder einer mit 3.000, mit 5.000 Kilometer, und dann machen wir eine Analyse, in welchem Zustand befindet sich dieses Fahrrad. Dann gucken wir alles durch, ne? Die Bremse, Bremsbeleg zum Beispiel, die Reifen, die Kette, all solche Dinge, untersuchen wir, wie sieht es aus nach der und dem Kilometerstand. Und so haben wir im Laufe der Jahre für verschiedene Typen von E-Bikes habe mir dann eine Inspektionsintervalle entwickelt, wo mir dann sage, du solltest nach 3.000 Kilometer kommen und bei dir reicht es 5.000 Kilometer. Was mir auf keinen Fall mehr mache, ist eine kostenlose Inspektion nach einem halben Jahr oder nach 500 Kilometer, ist einfach Unsinn. Also es ist Unsinn, wir wissen nicht, was man dran machen soll. Ich gehe davor aus, ein Kunde kann selber Luft reinpumpen, ne? Ja. Und wenn er eine Kette hat, dann verkaufe ich dem am Anfang oder empfehle ihm daneben dieses Kettenspray und dann tut er halt ab und zu mal da was hin, alle 500 Kilometer oder so. Aber dann ist erstmal genug.
Es gibt Ausnahmen ein bisschen, aber da weise ich auch die Kunden immer darauf hin, wenn jetzt ein Fahrer dort ist mit einer Scheibenbremse, und da gibt es Scheibenbremsanlagen, die haben Bremsklötze von vornherein, die höchstens 1000 Kilometer halten oder 1500 Kilometer. Und dann biete ich mir den Kunden an, pass auf, wenn du von weiter her bist, dann mache ich mir dir gleich von vornherein Bremsklötze rein, durch einen geringen Aufpreis, die halten dann garantiert 3000 Kilometer und mehr. Und dort mit sehen wir die dann auch schon mal, nehme ich, zu den Leuten. Ja, also Sie sehen, ja bitte. Die meisten Federkabelhersteller, die wollen ja jährlich was haben. Bitte was? Die möchten? Die wollen ja jährlich ihren Service haben. Da. Wie sieht es denn da aus? Was ist auf der ja, das ist so ein Thema. Also ich sage Ihnen was, es gibt luftgefederte, ölgedämpfte Gabeln. Und die lassen wir meistens doppelt oder dreimal so lang fahren, weil man sieht wirklich nichts an der Gabel. Weder, dass sie Öl, noch dass sie Schmutz irgendwie hat und noch, dass sie irgendwie die Eigenschaften verlieren wird. Und das reicht allemal. Die sichern sich nur ab, diese Hersteller. Ich vermute gegen einen härtesten Einsatz ihrer Gabel. Also wenn sie Wettkampf fahren, täte, ne? Und du das Ding furchtbar drangsalieren. Dann ist es vielleicht möglich, dass es dann wirklich dort Sinn macht, aber ansonsten, ich muss ehrlich sagen, es wäre zu viel Aufwand. Und es gibt viele, die jetzt, also die daneben ist jetzt luftgedämpft, ne, mit Öl, also Luft und Öl. Es gibt ja viele, wie zum Beispiel an dem Fahrrad, ich muss Ihnen ehrlich sagen, da machen wir gar nichts. Ich habe jetzt vor kurzem ein Rad bei mir gehabt mit 25.000 Kilometer mit so einer Gabel. Wir haben die geprüft, mein Meister und ich. Wir haben dann gebremst, haben geguckt, hat sie Spiel oder so. Ne? Sieh, die war wie neu. Was soll ich an so einer Gabel machen? Und nach 50.000 Kilometern sieht es wahrscheinlich noch genauso aus. Also die sind dauerhaft mit Fett, sind die richtig eingeschmiert innen drin, diese Federn. Gut, wenn einer sagt, bitte machen, dann machen wir das. Aber notwendig sehe ich es jetzt nicht. Was kostet so eine Inspektion? Wir verlangen 70 Euro für ein E-Bike, alle 3000 Kilometer. Und wenn Sie ein Bosch-Rad haben, spielen wir auch immer eine neue Software drauf. Das heißt, die Bosch entwickeln permanent die Ansteuerung und die Elektronik ihres Systems. Und dann kriegen Sie das aufgespielt und wir drucken auch ein Protokoll aus, wo Sie dann sehen zum Beispiel, wie viele Ladezyklen haben Sie, wie viel, ja. Wie sind Sie gefahren? Sind Sie im Eco-Modus so und so viel Prozent gefahren, im Tour-Modus sowieso? Ja, weil manchmal gibt es dann Leute, die sagen, ja, meine Reichweite, die ist nämlich so wie am Anfang. Und dann können wir sagen, gut, okay, wir gucken uns das jetzt mal an und so weiter. Und dann kriegen Sie das von uns dann auch erklärt und dieses Dokument. Und dann haben Sie was in der Hand, wo Sie sehr genau den Einblick kriegen in Ihr Fahrverhalten und in das System auch. Ist gut, ist eine tolle Sache. Und Akku, wie lange hält der? 5 Jahre, 10 Jahre? Wir rechnen im Moment mit mindestens 5 Jahren, was einen Bosch-Akku anbelangt. Und die sind gut. Die Bosch gelten derzeit als die besten Akkus auf dem Markt. Und nach 5 Jahren merkt man dann natürlich, er lässt ein bisschen an Kapazität nach. Also das heißt, die Reichweite wird eventuell ein bisschen weniger. Statt 90 Kilometer macht man noch 70 Kilometer. Das ist ein schleichender Prozess. Das liegt schon, wann wir auch dann benutzt werden. Sie? Es gibt da noch irgendwelche komische Dinge, die da draußen rumschwirren, wie Ladezyklen. Der eine sagt Ihnen 500 Ladezyklen, der nächste 1000 Ladezyklen. Ich meine, jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt nur 200 Jahre mitfährt, ist der Unterschied, dass man sie jeden Tag benutzt, oder? Ja, der, wo jeden Tag das Rad fährt, wird wahrscheinlich der Akku länger halten. Das ist wie mit einem Mensch. Wissen Sie, wenn so ein Mensch gezeugt wird, ne, dann fängt er schon an zu stellen. Also, ne, er geht Richtung Ding, also, ne, wenn es wieder aufhört. Und wenn der Mensch sein Lebtag lang nichts schafft und nur rumhängt irgendwie, dann stirbt er eventuell früher wie einer, ne, der immer körperlich und so weiter aktiv war. Also man spricht von einer Kapazitätsverlust von einem Lithium-Ionen-Akku, was halt überall drin ist, von etwa 7-8% im Jahr. Wüssten Sie denn auch, wo man es ausleihen kann? Weil wenn man jetzt nur ein, zwei Mal im Jahr so Touren macht, dann bringt es das ja offensichtlich nicht. Sieh, da gibt es mittlerweile Veranstalter, ich glaube, die haben E-Bikes. Also ich würde Ihnen jetzt keins ausleihen, wir verkaufen sie eher.
Ja, aber wenn man es nicht oft benutzt, dann wird er genauso schnell kaputt oder so, oder noch schneller, haben Sie gesagt, dann bringt es das ja. Was machen Sie sonst das ganze Jahr? Normal schaut man schon, wenn man eins braucht. Wir wollten es eher für Touren halt. Also sagen wir mal so, Sie haben es jetzt noch nicht so probiert im Alltag und können es sich noch gar nicht vorstellen, wie schön das ist, habe ich den Eindruck. Jetzt kommen Sie mal zu mir nach Lauda, machen mal eine Probefahrt mit Ihrem Mann, fahren mal mit einer halben Stunde, dreiviertel und dann werden Sie merken, dass so ein E-Bike auch im täglichen Ablauf, ne, in die Stadt fahren, einkaufen, da ist ein kleines Türle, mache hin und her, Sie werden Ihr altes Rad. Wenn er so über Stock und Stein fährt, dann will er kein E-Bike. Also ich habe im Moment bisher nur mal im Urlaub eins ausgelegt, Strecke zu machen, zum Besichtigen. Und für solche Zwecke habe ich jetzt gedacht, dass ich das ausleihen nur mal eine Woche, zwei Wochen. Jo, dann sind Sie noch nicht schwanger, würde ich sagen. Dann gucken Sie sich irgendeinen Veranstalter an, der E-Bike-Touren anbietet. Und dann machen Sie da Ihr Türl und das gefällt Ihnen. Also ich sage jetzt Ihnen nur eins, gell? Ich fahre einmal in der Woche, mache ich mit meinen Freunden eine E-Bike-Tour, die geht meistens über den ganzen Tag. Die Zeit, die Auszeit nehme ich mir in der Firma. Und das ist das, wo ich mich erhole. Ich brauche keinen Urlaub, gar nichts mehr. Einmal in der Woche mein Türle, das reicht mir. Und ich erlebe so schöne Sachen. Wirklich. Also das ist mein Ding, oder? Also das E-Bike bringt eine neue Lebensqualität und auch vielleicht eine neue Lebens- und Freizeitgestaltung mit sich. Sie werden staunen, wo Sie wohnen, was Sie noch nicht alles gesehen haben in Ihrer Umgebung. Ich sage es Ihnen. Wirklich. Ja, auch durch den Wald. Und was man da alles findet im Wald. Ja. Aber jetzt, wenn er zum Beispiel mal mit Ihnen durchfährt, Pilze sammeln. Ich habe viele Kunden, die sammeln Pilze. Und Nüsse und so Sachen. Wissen Sie, was ich immer gern mache? Ich suche Hügelgräber. Da gibt es bei uns ganz viel, so auf dem Ochsenfurter Gau, ne? Da oben Bernsfelde Stalldorf, da gucke ich auf der Karte und da gibt es Hühnerfelder, ganze Felder sind da. Und dann fahre ich hin, gucke mir die an, freue mich, dass ich sie gefunden habe. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist auch eine Art, wollen wir mal sagen, seine Freizeit zu gestalten und sich dabei auch sehr gut zu erholen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Hat es Ihnen gefallen? Ja. Gut, also.